Der riecht mich, er riecht mich. Er riecht mich, er riecht mich, er riecht mich. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Hilfe! Ich bin gar nicht da. Gehen Sie, Herr Grabbel. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Folge 3. In der letzten Folge haben wir uns an dem Auge vorbeigeschlichen. Mit Hilfe des Putzwagens. Und haben das erste Mal den Hunger verspürt, den schon mal jemand in die Kommentare geschrieben hat. Diesmal war ein einfaches Brot oder was der Junge uns gegeben hat genug. Aber ich habe schon mehr oder weniger erfahren, dass das nicht immer der Fall sein wird. Tja. Wo oh, komm, Herr Wichtel. Herr Wicht. Wie sagt man denn da dann? Ist es ein Wicht oder ein Wichtel? Zuerst machen wir mal das Licht an. Komm. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man alle Lichtquellen aktiviert. Aktivieren. So. Ja, die Tassen kaputt machen. Den Tassen mache ich auch nicht. Ach, gucken, ob da noch irgendwelche Wichtel versteckt sind. Illegale Wichtel. Aber ich glaube, das war's. Ja, die Schublade vielleicht hier. Ah, nein, die ist zum Klettern. Okay. Ah, nee. Oh. Was war das? Ah, ach so. Ja. So 0815 Zelda Verschieberätsel, wo man einen Block auf den Bodenschalter stellen muss. Echt jetzt? Aber okay. Wenn ihr wollt, dann machen wir das halt. Liebe Entwickler. So. Wo ist der Wichtel? Erwischt? Da ist er. Wusste ich doch, dass du dich versteckst. Jetzt ist er wieder rausgelaufen. Wichtig. Noch weiter? Ah ja. Hallo? Bleib stehen. Er wohnt da im Müllhaufen oder was? Hallo Wicht? Hallo? Ich sehe nix. Leute, ich sehe nix. Ich bin auch viel zu weit weg mit der Kamera. Ach, da ist der Wicht. Wichti, komm her. So, Knuddel. Angriff und los. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Gehen wir mal da hoch. Ich habe halt immer Angst, was auszulassen. Seht ihr die Dachform? Das ist sehr so chinesisch irgendwie. Oder kann mich auch täuschen, aber es ist irgendwie so Chinatown-mäßig. Gut, wenn ich da runterjump, dann komme ich nicht mehr zurück. Ja, Leute, tut mir leid. Ich muss ja ganz kurz nach unten gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse. Vielleicht gibt es auch zwei Wege. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Ja, tot. Also das mit den Treppen... Nee. Wieso bin ich hier drin jetzt? Leute. Ich wollte doch noch gucken. Mann. Der Point ist aber echt schlecht gesetzt. Der Save Point. Also falls ich da unten... Ihr habt das Spiel doch bestimmt schon mal gesehen oder gespielt. Falls ich da unten was verpasst habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wahrscheinlich spiele ich es eher ein zweites Mal. Aber trotzdem. Und falls da nichts ist, ist auch gut. So, der Schrank, der sieht so aus, als würde sich der drehen dann. Nach den Spuren am Boden.
Oder auch nicht. Warum ist da so ein Gürtelding drumrum? Achso, damit das nicht runterfällt, ne? In dem Schrank drin, ja. Na, gibt's Sinn. Ah, da ist auch unser Kollege. Der mit den kurzen Beinen. Der mit der abgeschälten Haut. Im Gesicht. Auf dem Bild. Ja. Klopapier. Haben wir. Was soll ich tun jetzt? Leute. Was soll ich tun? Ah! Ah, da war eine Statue. Ja, okay, gut. Ja, so nehme ich, nehme ich. Klar. Und Schlüssel? Brauche ich den vielleicht? Nee. Oder? Komm. Schmeiß mal runter. Ich brauche mal den ja noch. Autsch. Das ist doch eine Tür, oder? Ja klar, es ist eine Tür. Für was war jetzt der Schlüssel? Komm, den nehme ich mal mit. Haha! Da ist ein Schloss. Ich habe einen Schlüssel, da ist ein Schloss. Zack. Nice. Nun schieben. Kleines Äffchen. Tim-Tim-Affe. Hey, lol. Cool. Zack. Dich nehme ich mit. Ach, das ist ein Aufzug. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Schuhe. Leute, endlich wieder Schuhe. Oh, ich brauche den Affen, ey. Gib dem Affen Schalter. Ah, gehen wir mal da rein. Ich habe so einen Verdacht, dass gleich was kommt. Oder auch nicht. Mann, ist der lang. Keiner? Echt nicht? Gut. Hier konnte man auch nicht hoch, oder? Irgendwie? Nee. Ratte. Okay. Ja gut, den Husten hatte sie in der regnerischen Stadt schon. Beim Zweierspiel. Aber jetzt kommt ja noch der Hunger dazu. Hey. Hey. Nur mal so zum Ausprobieren. Sorry, Leute. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Haben wir es auch getestet. Wie gesagt, keine Folge ohne Tod. So, flupp. Aus ist es mit dem Feuer. Naja, der Hunger muss schrecklich sein. Aber die hat doch gerade gegessen. Alter.
Alter. Ach da, ja. Ja, toll, dann fangen die uns, oder? Wenn ich das jetzt esse. Bestimmt vergiftet oder so. Ja, rohes Fleisch, ey, Leute. Das kann nicht gesund sein. Ja. War doch klar. Mit Speck fängt man Mäuse, ne? Da sitzt ein Kind. In dem Käfig sitzen Kinder. Raus da! Raus! Ich dachte, da sind Kinder drin. Alter! Ich bin sprachlos. Ich dachte, die wohnen hier. Aber anscheinend essen die. Die langen Leute, die Kinder. Kinderlein. Sehe ich es gerade nicht richtig von der Perspektive? Oder eigentlich hätte ich den doch erreichen müssen. Hallo. Ah ja, jetzt. Okay. Was? Wie? Ist das ein Knopf? Nee, ist nur eine Schraube. Ist im Eimer hier? Da oben vielleicht lang? Autsch. Nee, sieht nicht so aus. Wenn ich da runterspringe, bin ich bestimmt tot. Knapp. Ich glaube, das stimmt schon mit dem Ding da. Da muss echt zu lang dranbleiben. Was soll denn das? Muss ich vielleicht schwingen irgendwie? Ja, man kann sich schwingen. Okay. Ja, ich finde es schön, dass nichts erklärt wird. Das ist echt, echt kein negativer. Ja, okay. Jetzt kommt die Erklärung. Ja, ich meine es aber wirklich so. Ich finde das toll, dass man die Sachen selbst rausfinden muss. Aha. Ja, vom Regen geht nicht drauf, oder? Ah, da geht's drauf. Okay. Da ist wieder eine Lichtquelle. Und eine Guillotine. Ein mittelalterliches Tötungsinstrument. Was macht das hier? Ja, ich dachte, hier ist ein Wichtel drin vielleicht. Aber anscheinend ist es nicht so. Aha. Komme ich da rauf? Nee. Oh Gott, das ist wieder der Heini. Den kurzen Beinen. Was macht der da? Ach, der packt die Kinder ein.
Lunchpaket, ja. Was passiert als nächstes? Aha, der greift da rein. Der riecht mich, er riecht mich. Er riecht mich, er riecht mich, er riecht. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Hilfe! Ich bin gar nicht da. Gehen Sie, Herr Grabbel. Er riecht mich also. Wenn er mich riechen kann. Wenn der mich riechen kann, was mache ich dann, damit ich nicht mehr rieche? Jetzt hat er mich wieder gerochen. Alter, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Jetzt hat er mich wirklich, oder? Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Er hat mich doch, oder? Hat er mich jetzt? Er hat mich nicht. Alter, ist er hässlich. Hilfe. Ah, jetzt hat er mich. Okay. Ja, Leute, wie mache ich das, wenn der mich riecht? Ich meine, da oben lang geht ja nicht, oder? Nee, nee. Feuer? Kann ich was anzünden? Einen kleinen Brand stiften? Jetzt gucke ich den nochmal zu, was er da gemacht. Also, der packt da die Kinder ein und schmeißt die Maschine, die in den Trog da, ja? Dann holt er sich ein neues Kind wahrscheinlich hier aus einer Kiste und dann macht das gleiche nochmal. Er hat echt lange Arme, ne? Da braucht sich nicht viel zu bewegen. Ja, da holt das Kind. Wie mache ich das? Da hat er mich schon wieder. Wie mache ich das, Leute? Bleib weg. Hässlicher. Kann ich den irgendwie ablenken? Vielleicht das Feuer anlassen, damit er mich nicht riecht? Keine Ahnung, Leute. Ihr wisst es bestimmt. Oder ist er einfach langsam und man kann von ihm davonlaufen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne? Nein. Langsam ist er nicht. Nee, keine Ahnung. Thank you.
vorbeilaufen? Tja, ich glaube, das ist sogar die Lösung, oder? Da und dann durch das Loch da. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Der ist vielleicht blind. Er riecht mich, aber er ist blind. Okay. Na gut, damit hätten wir das ja gelöst, irgendwie. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.